So, nochmal kurz hier rein. Vielleicht war es direkt am Anfang? Nee. Dann war es doch in der anderen Höhle. Ja, da seht ihr es. Eine neue Tür ist aufgetaucht, weil ich den Kristallball benutzt habe. Diese führt mich jetzt zu einem neuen Höhlensystem. So. Und das möchte ich jetzt mal kurz näher erkunden. Hier war nur, ja, hier war nur ein Wassergebiet. Was mir nicht großartig weiterhilft. Ich hasse diese Fledermäuse manchmal echt. Okay. Hier wollte ich also nach links. Ich glaube oben lang. Okay. Oben war der Rückweg. Nee, das müsste schon richtig gewesen sein. Ja. Kozuma, du hast mich gefunden. Ich wurde gefangen genommen von dem Zyklopen in Peloponnesus und zurück in diese Höhle gezwungen. Hier ist ein Fragment der Liebe und ein Brief von Lisa. Folge Hades, Servant nach Laconia. Okay. So, und wir haben erhalten ein Fragment der Liebe. Yay. Kozuma, ich weiß nicht, wie die Dinge so schlecht laufen konnten. Ich wurde von einer vergifteten Schlange gebissen und von Hades in Tartarus und schrecklichen Mutzern verschleppt, nach Tartarus verschleppt. Ich vertraue meine Liebe für dich, Aphrodites, Helfern den Nymphen an. Bitte akzeptiere diese und nutze sie weise. Ah ja. Wow, ich hasse diese Texte, die sind so schwierig zu übersetzen. Finde ich. So, was ist jetzt hier unten noch? Hi. Ich habe gehört, dass der Minotaurus von Kreta eine Barriere benutzt. Ja, tut er. Bestimmt. Die Fledermäuse gehen wieder voll ab. Wrapping-Mode. So. Und da ich jetzt erfolgreich dieses Fragment der Liebe geholt habe, bin ich jetzt mit Argolis wirklich komplett fertig. So, dann holen wir uns mal Pegasus. Mal sehen, wo er uns hin transportiert. Attika, perfekt. Da wollte ich sowieso hin. Sogar an die richtige Stelle. Denn es heißt Farmen. So, jetzt weiß ich nicht. Ich habe ein Fragment der Liebe. Ich weiß nicht, ob der Typ mir schon jetzt hilft. Schließlich habe ich ja immerhin schon ein Fragment. Oder ob ich beide brauche. Ah, so mal, die Nymphen haben dir... Die Nymphe ist gegangen zum Garten von Hesperides. Der Hesperiden. Nimm diesen Schlüssel und geh hinter ihr her. Ja, ich habe den Schlüssel. Okay, der Schlüssel ist das nächste passive Item. So, der Schlüssel ist nicht für den Garten der Hesperiden, sondern für... Oder? Ist er für den Garten der Hesperiden? Ja, doch, ich glaube, der ist sogar für den Garten der Hesperiden. Ach, Mann. Die Erinnerungen kommen hoch. So. Und da möchte ich dann als nächstes hin, zum Garten der Hesperiden.
Dafür muss ich nach Phrygia und in Phrygia brauche ich Oliven. Wer hätte es erwartet? Weil die Typen hier alle so olivengierig sind. Die haben alle Hunger. So, also heißt es farmen, farmen, farmen. Zum Glück kann ich ja die Oliven wenigstens speichern. So. Blub. 54 haben wir schon mal. Ich weiß gerade nicht, ob ich nochmal extra einen Olivenschub brauche. In Phytia, aber ich kann mich aktuell nur an eine Bedingung von 70 Oliven erinnern. Deswegen werde ich jetzt erstmal 70 Oliven sammeln. Und es sind nicht mehr viele. So. Eine Olive! Ja, damit! Meins! Meins? Eine Olive! Ah. Eine Olive! Noch eine! So. Kommt nur her. Das wird meine Olivenmaschinen. So. Hey! Wer hat dir erlaubt, mich zu schlagen? So. 68. Das ist schon mal nicht schlecht. 69. So. Und meine 70. Olive. Perfekt. Einmal speichern, bitte. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie nett von dir. Ich muss übrigens immer knien, damit wir mit mir reden. Das ist eine Bedingung. Götter reden nur mit einem, wenn man vor ihnen niederkniet. Und das ist kein Scheiß. Das ist wirklich verlangt in dem Spiel. Die reden sonst einfach nicht mit einem. So. Interessiert mich nicht. So. Und da wären wir wieder. Bei unserem Freund, der übrigens jetzt mit der Ocarina aufgeweckt wird. So, dann holen wir uns das Schwert. Aua. Und der ist nicht so schwierig, der Boss. So, schön, dass er besiegt. Allerdings gefällt mir mein HP-Stand nicht. Einmal kurz voll heilen und dann holen wir uns kurz nochmal neues Wasser. So. Einmal kurz neues Wasser holen. Mehr verlange ich doch gar nicht. So. Haha. Voll verarscht. Zweimal. So, und dann würde ich gerne meinen Fortschritt nochmal kurz speichern, bevor ich dann wirklich nach Phytia gehe. So. Phytia, ich komme. Da, fuck you, Gegner. So, Oliven sind immer geil. 80 Oliven habe ich schon, das ist sehr schön.
Es ist leider ein Preis, den ich in einem anderen Gebiet als Standard brauche. Aber naja, davon jetzt zu reden wäre sowieso Schwachsinn. Demzufolge braucht euch das nicht zu kümmern. Jetzt geht's erstmal nach Phytia. So, meines Erachtens eines der coolsten Gebiete wegen der Musik. Allerdings muss man das Gebiet total taktisch angehen, damit man nicht stirbt. So, als erstes muss ich hier hin. Aua. Aua. Ich muss diesen Vogel am besten besiegen. Und er sollte was droppen. Danke. Dann bin ich nämlich erstmal los. Okay, den Affen habe ich runtergelockt. Erfolgreich. Hep. Und zurück. Und wieder vor. Und verdammt. Ja, ich hasse Phytia. Nein, ich liebe Phytia, aber ihr versteht vielleicht jetzt, warum dieses Gebiet so schwierig ist. So. Also, zurück auf den Weg nach Phytia. Gerade, das Problem ist halt, dass es wirklich jeder kleinste Fehler führt sofort zum Tod, da es Phytia voller Abgründe ist. Und das würde halt bedeuten, alle Oliven weg. Und das x-tausende Male. Wenn man Phytia nicht komplett einstudiert hat, dann hat man ein Problem. So. Oh, Schwein gehabt. Das war knapp. Danke für den Oliventrop. Auf Wiedersehen, Affe. Ha, ausgetrickst. So. Gehen wir kurz hier unten rein. Hier unten ist eine Quelle. Zum Hochheilen. Im Grunde habe ich das bloß zeigen wollen. Bringen tut's mir hat es mir aktuell eigentlich so gut wie gar nichts. Okay. Als nächstes ist mein Ziel, weiter nach links zu kommen. Und zwar möglichst ohne von dem Affen gekillt zu werden. So, okay. Ja, ja. Ja. Okay, den Affen bin ich auch los. Ja, komm schon. Und rein da. Huh, geschafft. Und da ist der Tempel nämlich. Und damit habe ich auch einen Speicherpunkt. Hallo, ich bin Hephaistus. Ich gebe dir mein Schwert für 70 Oliven. Okay. Ich gebe dir die Power von Argus. Dort ist etwas Nützliches im Garten der Hesperiden. Auf der anderen Seite des Wasserfalls. So, und damit haben wir das göttliche Schwert. So, und das hat eine Fähigkeit, wenn ich benutze, dann verliere ich HP. Höre die Worte der Götter, vergiss sie nicht. Na, das göttliche Schwert ist jetzt praktisch die ultimative Waffe. Und jetzt muss ich nur noch versuchen, das göttliche Schwert so abzugraden, dass ich keine HP mehr verliere, wenn ich es nutze.
So. Aber dadurch, dass ich jetzt diesen Speicherpunkt habe, fühle ich mich eigentlich schon ziemlich safe in dem Gebiet. Ja, verpiss dich. Ja, ich fühle mich ziemlich safe in dem Gebiet.